Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um Show Me the Stars von Kira Mohn gehen und wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich ultra gehypt auf das Buch gewesen bin, seit letztes Jahr Oktober und ich es nicht erwarten konnte, dieses Buch zu lesen und wenn ihr wissen wollt, ob dieses Buch meinem Hype gerecht werden konnte, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes, wie immer vorweg, ich habe das Buch in netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich mega, mega, mega doll gefreut, dass ich das Buch von euch bekommen habe. Und ja, ich konnte es nicht erwarten, dieses Buch hier zu lesen. Letztes Jahr Oktober war ich beim Bloggertreffen vom KISS und ja, da war die Autorin dieses Schätzchens hier auch vor Ort und hat so ein bisschen was über die Reihe erzählt, über die Geschichten erzählt und ich war sofort gecatcht. Also das hat mich sofort angesprochen, was sie da erzählt hat über den Aufbau der Geschichte und was so da drin vorkommen könnte. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich will dieses Buch jetzt lesen. Seit letztes Jahr Oktober. Und jetzt war es endlich soweit und Show Me the Stars ist ja jetzt erschienen. Und ich habe das Buch gelesen und muss aber leider sagen, dass dieses Buch meinen Erwartungen, meinen persönlichen Erwartungen nicht gerecht werden konnte. Das hat auch seine Gründe, die nenne ich euch gleich, aber wie immer erzähle ich euch erstmal, worum es in diesem Buch geht. In diesem Buch hier geht es um Liv und Liv hat gerade ziemliche Probleme in ihrem Job und braucht einfach mal eine Auszeit. Und ja, als sie auf der Suche ist, quasi nach neuen Stellenanzeigen, um sich halt einen neuen Job zu suchen, sieht sie eine Annonce auf der Internetseite, die groß damit bewirbt, dass jemand, der einfach mal eine Auszeit braucht, sich diese doch einfach mal nehmen kann. Und zwar, indem er 6 Monate lang einen Leuchtturm hütet. Und Liv sieht diese Anzeige und bewirbt sich auf diese und ist dabei aber auch nicht mehr ganz so nüchtern und ist sich der Tragweite ihrer Entscheidungen in dem Moment auch absolut nicht bewusst. Aber in dem Moment, wo ihr alkoholumnebeltes Gehirn diese Anzeige liest, denkt sie sich, perfekt, ich muss hier raus, ich muss hier weg, ich brauche mal Abstand von allem. Ich muss erst mal gucken, wie es jetzt weitergehen soll. Und ja, sie schreibt dann diese Bewerbung für diese Anzeige und es ist sehr, sehr witzig, was sie in diese Bewerbung schreibt. Und ja, sie wird dann tatsächlich angenommen und fährt dann nach Irland zu diesem Leuchtturm und soll dann dort 6 Monate diesen Leuchtturm hüten. Und schon bei der Ankunft in Irland lernt sie einen jungen Mann kennen. Sein Name ist Kier und Liv ist sofort hin und weg von Kier und merkt aber auch, dass er sehr, sehr distanziert ist auch in allem. Und Kier wird sie in den nächsten 6 Monaten begleiten und sie immer wieder begegnen, denn er ist derjenige, der sie auf diesem Leuchtturm beliefert mit Lebensmitteln und allem, was sie sonst noch so braucht. Und sie ist aufgrund dessen auch ein bisschen abhängig von ihm, weil sie halt auch ohne fremde Hilfe und ohne ein Boot nicht von dieser Insel, wo der Leuchtturm steht, wegkommt. Und ja, das bringt auch so einige kleine Herausforderungen mit sich und ja, vor Ort angekommen, denkt sich Liv, scheiße, was habe ich hier eigentlich getan? Und nun muss sie 6 Monate auf diesem Leuchtturm überstehen mit dem gut aussehenden Kier, der sie auch noch beliefert. Und ja, versuchen herauszufinden, was sie jetzt eigentlich genau jobtechnisch auch machen möchte. Und sie hat da ziemlich, ziemlich viele Baustellen in ihrem Leben. Und das ist es auch schon im Großen und Ganzen, worum es in diesem Buch geht. Es geht darum, dass Liv einfach in einem Punkt in ihrem Leben ist, wo es nicht mehr weitergeht, so wie es bisher läuft. Und sie einfach eine Auszeit braucht, um sich neu zu sortieren. Und was sie halt in dieser Zeit auf diesem Leuchtturm erlebt, wie das mit ihr und Kier sich verhält. Das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, dass ich im Großen und Ganzen die Geschichte, den Aufbau der Geschichte, wie das Ganze verlaufen ist, das hat mir im Großen und Ganzen gut gefallen, aber es hat mir einfach nicht ausgereicht. Ich hatte ein riesiges Problem mit der Geschichte und zwar, dass ich Liv und Kier nie gesehen haben. Die hatten keine Szenen miteinander. Also die hatten schon Szenen miteinander, wo sie sich auch mal gesehen haben und auch mal kurz geredet haben. Aber da war nichts dabei, wo ich sage, okay, ich verstehe, dass die sich in diesen Typen verknallt hat. Das, was in diesem Buch war, was die an Szenen zusammen hatten, das war mir persönlich einfach zu, naja, ich möchte jetzt nicht sagen kindlich vom Denken her, aber das hat für mich einfach nicht gepasst, weil sie sieht ihn ja schon am Flughafen und zack, sofort, er ist der schönste Mann, den sie je gesehen hat. Ich meine, diese Aussagen kennen wir aus ziemlich, ziemlich vielen Liebesromanen, was jetzt auch nicht schlimm ist, aber dann verknallt sie sich wirklich Hals über Kopf in ihn
weil er halt einfach gut aussieht und weil er eine nette Stimme hat. Er singt nebenbei noch so ein bisschen mit und ja, da ist sie sofort hin und weg und schmachtet ihn an wie so ein 14-jähriges Teenie-Mädel. Ich meine, Liv ist 22, aber trotzdem hat das für mich ansonsten nicht zu ihrem Charakter gepasst. Also dieses Verhalten Kier gegenüber hat sich für mich komplett mit ihrem restlichen Charakter widersprochen. Und das hat mich, damit kam ich irgendwie nicht so richtig konform. Und wie gesagt, und ich fand, die beiden hatten einfach zu wenig Szenen miteinander. Die hat ihn gesehen, sie fand ihn toll. Er muss sie auch irgendwie toll gefunden haben. Und das war auch so ein Punkt, was mich gestört hat, dass man in dieser ganzen Geschichte nicht wirklich einen Einblick auf Kier gekriegt hat. Du hast dieses Buch gelesen und er war immer sehr distanziert und er hat immer gesagt, hey, ich stehe nur auf One-Night-Stands. Und er hat aber auch mit Liv nie wirklich ein Gespräch geführt. Also die hatten mal zwei Seiten Dialog miteinander und dann bei der nächsten Begegnung haben sie rumgeknutscht und dann bei der nächsten Begegnung sind sie mal irgendwo einen Tagesausflug machen gegangen und dann haben sie, naja, ihr wisst schon, und das war mir einfach zu wenig. Das war mir einfach zu wenig miteinander in dieser Geschichte. Also die Protagonistin und er, diese Liebesgeschichte, das war für mich einfach zu wenig, um das Ganze für mich zu greifen. Wisst ihr, was ich meine? Das hat für mich einfach nicht gepasst. Und das war ein großes Problem in der Geschichte, dass die beiden einfach zu wenig miteinander interagiert haben für mich. Und dann, wie gesagt, was die Charaktere betraf, war Liv für mich sehr, sehr widersprüchlich. Ich fand es gut, dass die Autorin Liv auch Ängste mitgegeben hat und dass sie auch Unsicherheiten Liv mit auf den Weg gegeben hat, denn das hat sie definitiv menschlicher gemacht. Aber trotzdem bin ich mit Liv und auch mit Kier und allen anderen Charakteren nicht warm geworden. Also nicht warm geworden im Sinne von, die sind mir nicht nahe gegangen. Mit den Charakteren hätte sonst was passieren können in den Büchern, es wäre mir egal gewesen. Und das ist für mich ein riesiges Problem. Ihr wisst, ich bin ein Mensch, der auf emotionaler Ebene denkt und handelt und alles. Ich bin ein komplett emotionaler Mensch und dieses Buch hat mich emotional null abgeholt. Also ich kann ja hier bitte nur für mich sprechen, ne? Also ich möchte halt ja nur erklären, warum ich so Schwierigkeiten mit der Geschichte hatte. Also wie gesagt, für mich auf emotionaler Ebene kam da nichts rüber. Und ich weiß nicht, woran das gelegen hat, denn der Schreibstil war super. Ich habe das Buch auch in 2-3 Tagen gelesen, also ich hatte auch keine Probleme mit dem Lesen. Ich habe weder gestockt, noch habe ich gedacht, boah, das ist Kaugummi, nichts. Ich bin super locker flockig durch das Buch gekommen, habe es dann aber zugeschlagen und gedacht, ja, hat mich jetzt nicht überzeugt. Das war mein erster Gedanke und es waren halt viele Kleinigkeiten auch, die im Großen dann so einen großen Batzen ergeben haben, wo ich sage, das hat mich gestört und das fand ich irgendwie merkwürdig, das hat für mich nicht gepasst. Und es ist eine tolle Geschichte, vom Aufbau her mag ich die Geschichte sehr, aber wie gesagt, die Charaktere sind mir absolut nicht nahe gegangen, so keiner, weswegen ich auch für mich entschieden habe, die Reihe nicht weiterzulesen, weil es bringt für mich nichts, auch was wir jetzt für einen Einblick auf Teil 2 und 3 bekommen haben. Wir haben hier vorne schon die Cover drinne mit den Infos, um welche Pairings es in den zweiten und dritten Teil gehen wird. Und im zweiten Band geht es um die eine Kellnerin und im dritten Band geht es um eine Freundin von der Protagonistin aus dem ersten Teil, die sie dort kennenlernt. Und das, was ich halt mitbekommen habe im ersten Teil von diesen beiden Charakteren, hat mir null gereicht, als dass ich sage, oh, ich habe voll Bock, denen ihre Geschichte zu lesen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und ich kann nicht sagen, genau woran das liegt, dass diese Charaktere mir nicht ans Herz gegangen sind. Ihr wisst, ich lese furchtbar gerne Liebesgeschichten und viele, viele Liebesgeschichten schaffen es auch einfach, dass ich die Charaktere ins Herz schließe. Und wenn es halt nur einer ist und wenn es halt nur irgendein Nebencharakter ist, weil der halt irgendwas Lustiges macht oder so. Aber das war halt in diesem Buch gar nicht. Und das war auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, das hat mir in dem Buch so ein bisschen gefehlt. Mir hat in diesem Buch eine spezielle Eigenschaft gefehlt. Ich habe für mich festgestellt, dass ich es sehr, sehr mag, wenn Bücher entweder sehr, sehr witzig sind oder sehr, sehr sexy und verrucht oder halt auch Krimi-mäßig oder so Thriller-mäßig, dass halt da noch in die Richtung was passiert. Aber in diesem Buch passierte nichts. Es war weder extrem lustig, noch war es sehr romantisch, noch war es sexy, noch war es irgendwie thrillermäßig. Also es war einfach für mich
es ging halt einfach, dieses Buch ging halt einfach in keine Richtung, sondern es plätscherte halt so die ganze Zeit vor sich hin, was im Großen und Ganzen ja auch wirklich okay ist, aber ich habe halt für mich gemerkt, dass ich sowas brauche, deswegen mag ich ja auch die Sinners of Saint Reihe so sehr, weil das halt auch einfach mal was anderes ist. Man könnte das jetzt mit Redwood vergleichen und sagen, ja, bei Redwood ist es ja ähnlich, aber bei Redwood war das Ding, da hat das einfach alles gepasst. Da gab es diese drei Drachen, diese drei alten Ladies, die alle verkuppeln wollen und die da über ihre Finger mit drin haben. Da gab es die Tierärzte und die Tiere und da hat für mich einfach das Drum und Dran gepasst und da waren auch die Charaktere für mich greifbar. Ich habe im zweiten Teil so mit Gabby gelitten und so mit Flynn gelitten. Ich habe echt mit denen mitgefiebert im zweiten Teil und das hat mir hier komplett gefehlt. Aber komplett, wie gesagt, auf emotionaler Ebene konnte mich das Buch leider überhaupt nicht abholen. Das hat mich null berührt, das hat mich null mitgenommen und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich bin mit den Charakteren einfach nicht warm geworden. Wie gesagt, die Geschichte, der Verlauf der Geschichte an und für sich, die Idee hinter der Geschichte, die finde ich großartig. Ich finde diese Idee mit dem Leuchtturm und dem House-Sitting mega gut. Ich finde auch das Setting extrem gut. Diese kleine Stadt in Irland, da am Meer, wie das auch beschrieben wurde, ich stelle mir das so unglaublich schön vor. Auch dieses ganze Drum und Dran, was die Autorin sich hier noch hat einfallen lassen mit dem Bed and Breakfast und diesem Pub und wie das alles dort aussieht und wie sie das beschrieben hat, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wirklich, das fand ich großartig. Ich konnte mich da super hineinfühlen und ich habe mich auch wie Liv auf dieser Insel stehen sehen mit dem Leuchtturm. Das war wirklich mega. Und wie gesagt, auch der Schreibstil ist locker, leicht, einfach. Das lässt sich flüssig lesen. Ich habe nicht gestockt. Ich hatte keine Kaugummistellen oder irgendwas. Ich war sehr gehypt auf das Buch. Ich hatte verdammt hohe Ansprüche und verdammt hohe Erwartungen auch an die Geschichte. Und das wird halt auch so ein Punkt sein. Ne? Wir hatten das ja schon so oft mit den Erwartungshaltungen. Und wenn man seine Erwartungen gen Himmel schraubt, dann kann es ja eigentlich nur schief gehen und man kann eigentlich nur enttäuscht werden. Und ich glaube, das ist bei mir mit diesem Buch hier passiert. Ich möchte mich hier nicht rechtfertigen für meine Meinung. Ich versuche es euch nur zu erklären, dass nicht hinterher einer sagt, du sagst das ja einfach nur so. Deswegen versuche ich euch immer zu erklären, was mir an einem Buch nicht gefallen hat. Das hat nichts mit Rechtfertigen zu tun. Und mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Show Me the Stars ist eine wirklich süße Liebesgeschichte, die für mich aber nur so dahin plätscherte. Mir fehlen hier die Ecken, mir fehlen hier die Kanten. Die Charaktere waren einfach absolut nicht meins. Das hat für mich nicht gepasst. Wie gesagt, emotional konnte mich das Buch leider nicht abholen. Und deswegen habe ich halt auch für mich entschieden, diese Reihe hier nicht weiterzulesen, weil ich einfach nicht glaube, dass das mit dem zweiten und dritten Band dann hier für mich besser wird, weil ich habe auch null Interesse an den Geschichten von den anderen beiden, die jetzt hier noch kommen. Das hat mich null gecatcht. Wirklich. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ich sag immer nicht gerne, wenn mir was nicht gefällt, aber es ist halt so, ne? Also ich werde diese Reihe definitiv nicht weiterlesen, was ich sehr, sehr schade finde, denn ich finde die Cover auch echt schön. Und die klingen halt auch echt toll, die Bücher. Also ich muss auch sagen, der Rückband und der Klappentext vom zweiten und dritten Teil klingt auch echt gut, aber das tut es auch bei diesem Buch. Und wie gesagt, es konnte mich leider nicht überzeugen, deswegen bin ich bei dieser Reihe dann leider raus. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!